ETFA Medical Imaging zeigt zum ersten Mal in diesem Jahr auf dem ECR das DR800, unser neuestes Produkt, als releasedes Produkt. Im letzten Jahr war es noch als Work in Progress hier zu sehen. Mittlerweile haben wir 10 Geräte installiert in Europa, 2 davon beispielsweise in Deutschland. Mit sehr, sehr gutem Feedback. Kunden sind sehr, sehr zufrieden mit der Maschine. Wir haben als Neuheit mittlerweile auch die Tomosynthese im Freigabeprozess, dass wir eine weitere Applikation mit anbieten können. Haben den Global New Product Award von Frost & Sullivan für diese Entwicklung erhalten. Darüber hinaus haben wir auch das DR600 mit an Bord, eine Maschine, die bereits länger auf dem Markt ist, allerdings dieses Jahr in der 2019er Version, die sich von der bisherigen Version dahingehend unterscheidet, dass wir gemeinsam mit Anwendern, für Anwender neue Features entwickelt haben, die einfach den Arbeitsablauf erleichtern. Last but not least haben wir auch beide mobilen Geräte mit dabei, das heißt, wir haben ein kleines sogenanntes Economy-System, das DR100E. Diese Maschine zeichnet sich dadurch aus, dass sie klein kompakt ist und eben in Abteilungen eingesetzt werden kann, in denen nicht zu viel geröntgt werden muss. Und wir haben natürlich auch das Flaggschiff, das DXD100 dabei, was in typischen Intensivstationen etc. eingesetzt wird. Agfa hat den ECR dieses Jahr überschrieben, dass wir sagen, wir bieten intelligente Radiografie. Intelligente Radiografie bedeutet für uns, dass wir unseren Kunden produktive und effiziente Geräte anbieten möchten. Das bedeutet, dass wir die Arbeitsabläufe erleichtern, automatisieren und dass wir darüber hinaus eben auch weiterhin an Dosiseinsparungen und ähnlichen Dingen arbeiten. Auch hier haben wir entscheidende Schritte getan. Also das erste Element der KI war die Musica-Bildprozessierung, die wir seit Jahren haben, auch immer wieder weiterentwickeln. Aktuell in der Version 3 für die allgemeine Radiografie, in der Version 4 sogar für das dynamische Röntgen, was wir mit dem DR800 einsetzen. Darüber hinaus haben wir weitere Elemente, die wir in die gesamte Musica-Workstation eingebettet haben. Dinge, dass das System mit Deep Learning ausgestattet ist, dort eben erkennt, in welcher Ausrichtung beispielsweise Bilder bevorzugt befundet werden und diese Bilder automatisch in dieser Ausrichtung dreht, ja, um auch wieder wertvolle Zeit einzusparen. Darüber hinaus haben wir auch neu die Musica Analytics in die Musica Workstation integriert. Die Log-Events, die wir bisher eigentlich nur zur Fehlerauswertung verwendet haben, nun Anwendungsprofile oder Muster auswertet, um den Anwendern wiederum Möglichkeiten zu geben, ihre Arbeit zu verbessern oder mögliche Nachbesserungspotenziale oder Nachschulungsbedarf zu identifizieren.